Hallo, zurück zu einem weiteren Ausgepackt. Diesmal etwas anderes oder beziehungsweise ein anderer Verlag. Mal was Neues in dem Sinne, dass ich bei einem nicht Verlag, sondern einem Verein ein Buch bestellt habe. Damals im Rahmen von dem Crowdfunding von Start Next, nämlich die 100 Questen Gesellschaft. Ja, ich habe mit der 100 Questen Gesellschaft jetzt gar keinen Berührungspunkt, aber mal schauen. Vielleicht ist das ja der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Naja, das wäre wahrscheinlich etwas hochgegriffen. Aber schauen wir mal. So, einmal laut. Und hoffentlich war das jetzt das Letzte, was man laut hören konnte. Okay. Immerhin vorbildlich eingepackt. In Form von nochmal Papier drumherum. Kein Plastik, das ist schon mal schön für die Umwelt. Plus noch. Yay, Werbung. Okay, ein bisschen. So, legen wir mal den Werbeflyer mal hin. So, dann in der Schachtel ist sonst nichts mehr drin. Genau, die 100 Questen Gesellschaft. Ich habe von der 100 Questen Gesellschaft bis jetzt nur ein Buch, beziehungsweise in dem Fall eher ein PDF, weil ich mal neugierig war, ob ich mein ewiges Vorhaben, irgendwann die Expanse irgendwie zu spielen ohne Age-System, und nachdem bisherige Versuche schiefgelaufen sind, dachte ich mir, okay, schau mal dieses M-Space mal an. Passt aber nicht ganz so vom Setting her für mich, dass ich damit Expanse spielen könnte, weil es geht dann wieder im C und sonst was. Aber ja, aber schauen wir kurz mal in diesen Flyer rein. Was haben denn die sonst so drin? Also, ich weiß, dass die 100 Questen Gesellschaft auch mit der ganzen Chloranta-Runquest-Geschichte verbunden sind und dass das hier gezeigte Mythras letztendlich ein komplexeres Basic-Roleplaying-Klon oder irgendwie so ähnlich ist. Mal schauen. Und dieses Mythras scheint ja so gesehen mit vielen verschiedenen Sachen zu bespielen zu sein. Es steht überall hier Mythras, Mythras. Das ist so gesehen das System, wobei mich das hier irgendwie so an Bannersaga gerade vom Bild her erinnert. Naja, genau. Das war das andere Crowdfunding, das hatte ich so mitbekommen. Ich habe auch irgendwie den Podcast dazu gehört. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Vielleicht guckt sich ja das hier irgendjemand von der 100 Questen Gesellschaft hier an und möchte mich noch bekehren. Gerne. Können wir gerne mal versuchen. Ah ja, das nächste Rollenspiel. Das hatten sie in dem Podcast, den ich mir mal reingehört habe, auch gesagt. Okay, genau. Das nächste Crowdfunding startet im Oktober diesen Jahres. Gut. Damit haben wir das auch zeitlich eingeordnet. Dann haben wir hier noch andere Sachen. Ja, also, ich muss da eingehen sagen, Respekt vor dem Output, der bis jetzt an mir vorbeigegangen ist. Konstantinopel, Rome. Genau, das Rome-Ding wird dann 2024 da kommen. Genau, das M-Space, M-Space-Abenteuer, weiteres Zeug. Weißer Tod, Vampire. Also, ich habe so das Gefühl, man kann alles mit Mythras spielen. Die Frage ist nur, möchte man mit Mythras spielen? Ich weiß es noch nicht. Genau, also in dem Sinne, die 100 Questen Gesellschaft durfte mal hier mal eine Werbung machen. Aber ein Buch haben sie mir dann doch schmackhaft gemacht. Zettel habe. So, ne? Nämlich das gerade hier gesehene Rome. Ich habe, wer schon mal hier den Kanal weiterverfolgt hat, ich habe ja das Lex Arcana Rollenspiel hier noch liegen. Das liegt auch irgendwo in meinem physischen Stapel. Wo, sage ich nicht. Sonst kreizen wir, ja, wann kommt das endlich? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich kommen mit diesem Buch. Warum habe ich jetzt dieses Buch gekauft, wenn ich eigentlich mit Mythras bis jetzt nicht wirklich viel zu tun habe und auch jetzt gerade nicht die große Anwandlung habe, Mythras so gesehen hier auf den Kanal zu bringen? Also wenn ihr unbedingt Mythras hier sehen wollt, können wir gerne mal darüber reden, wenn genügend Leute hier drunter kommentieren, dass ich damit nächstes Mal einen One-Shot mal mache oder einen Few-Shot.
Aber nee, der Punkt ist, das hier wurde mir auch als Buch empfohlen, dahingehend, dass man damit auch anderes mit Rome machen kann, nämlich dass es effektiv ein Quellenbuch ist für alles, was in Rom spielt. Und ich habe ja nicht nur Lex Arcana auf meinem Stapel, sondern auch das Fate-Spiel Eagle Eye. Das wäre eben die Frage, könnte mir dieses Buch hier helfen? Und man schaut, also das Inhaltsverzeichnis ist auf jeden Fall umfangreich. Es geht über viele Punkte. Gesellschaft. Also wie müsste ich eine römische Gesellschaft darstellen? Über Kultur, Stadt, Spiele, das Heer, die Religion, die Charaktere, Magie, Kreaturen. Gut, also Kreaturen habe ich auch natürlich in Lex Arcana, aber so der Punkto hinsichtlich, wie funktioniert so eine römische Gesellschaft? Natürlich wird das nicht 100% historisch akkurat sein, aber wenn ich mir so anhöre, was mein Kind im Gymnasium beim Lateinunterricht immer wieder an Fra Sachen von sich gibt und besonders welche Wörter werden als erstes vermittelt. Genau, also es ist so. Deswegen fand ich das auch so gerade mal so schlecht, so dieser Punkt. Auf jeden Fall über dieses Buch ist, kann man auch sagen, also man kann es mit Mythras entsprechend spielen, klar. Prozentwürfeln etc. pp. Aber eben hier eben der Beitrag über die historische Genauigkeit, ein Lateinführer, ein bisschen lateinisches Zeug. Also vielleicht gebe ich das Buch auch meinem Kind, weil das könnte so hingehen auch interessant sein, was kommt da zurück. Aber insgesamt, ich habe das PDF, hab schon mal ein bisschen im PDF geblättert. Das Buch ist insgesamt innen drin schwarz-weiß und ist sehr, sehr viel Text. Natürlich auch das schwierige Thema Sklaverei, was natürlich zu damaliger Zeit Usus war, unerwünschte Kinder. Auch eine sehr interessante kulturelle Wandlung. Ehrenwerte, Persönlichkeits Persönlichkeitszüge, also hier verschiedene Würfeltabellen. Aber man sieht, na schade, das ist jetzt unschön. Also da hat der Druck nicht so gut funktioniert. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber da ist die Druckerschwärze ein bisschen ausgelaufen. Genau, aber ich habe das primär mir als interessierten Reiseführer, mehr oder weniger für das antike Rom, eben darauf gemünzt, dass es für Rollenspiel verwendet wird, was ja auch schon etwas ist, weil Quellenaufbereitung für Rollenspiele ist halt was anderes. Es ist halt, was mir ein bisschen negativ aufsteht, halt im generisch maskulin formuliert. Also, das ist halt altbacken. Es ist viel, viel Text. Also, ich habe das jetzt wirklich nur aus dem Prinzip mir mitgenommen. Ich finde das interessant, weil den Aufwand zu machen, sich hier mit, wie haben denn damals die Römer ihre Freizeitsprache, also alles, was so historisch zum Zeitpunkt X bekannt war, hat man hier in diesem Buch verbaut. Und das ist halt viel, viel Text. Also, ich glaube, ich werde primär das PDF wahrscheinlich benutzen, aus Prinzip, das ich hier machen kann. Aber ich würde auch, wenn ich dann irgendwas im Römischen Reich spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich auf dieses Buch durchaus zurückgreifen und dann haufenweise Post-its hier reinmachen, inklusive, ja genau, Landkarten. Ist jetzt gerade, es ist doof, dass man jetzt den Kopf drehen muss, aber gut. Genau. Graffiti. Also, auch das so. Man weiß ja seit Pompeji, dass da viel passiert ist und dass da viel Krempel da stand mit allem, was man heute auch im Graffiti findet. Ladenbesitzer, okay. Bahnmacher. Jetzt habe ich den. Genau. Es wird auf jeden Fall ein Lesebändchen. Das ist ja auch schon mal etwas. Also, das ist ja alles, was so Buchfetischisten immer ganz interessieren. Wie viele Lesezeichen hat das Buch? Das Buch hat ein Lesezeichen, aber es ist mit einer vernünftigen Fadenbindung und im Hardcover. Also, man kann das auch hier offen liegen lassen. Ich habe ja schon Bücher hier gehabt, die konnte man nicht einfach hinlegen und die bleiben offen. Die Grüße an Broken Compass. Und es ist halt wirklich sehr, sehr klassisch. Also, es ist kein Farbding. Es ist wirklich komplett schwarz-weiß. Es ist viel, viel, viel Text. Also, ich war, als ich das schon digital durchblätter, so, oh, puh, holla, die Waldfee, ist das viel Text. Aber alleine solche Sachen wie hier die wichtigsten Gottheiten, und da sind auch teilweise Sachen dabei,
die halt nicht so diese das griechische Ding reingeht. Man weiß zwar, es gibt von allem irgendwie auch die griechische das Äquivalent, bis auf Janus, der ja ein rein römischer Gott war. Aber auch diese kleinen Mini-Gottheiten, die man natürlich in der Wikipedia sich alles zusammentragen kann, aber das steht hier zentral in einem Buch. Und so Aberglauben, Opferungen, Gebete. Vielleicht klaue ich mir auch irgendwas hinsichtlich Opferungen für Coriolis. Vielleicht sind da ein paar coole Ideen, was man und warum man Sachen an bestimmte Gottheiten gibt. Genau. Und obwohl Rom eine konservative Gesellschaft war, war sie überraschend aufgeschlossen gegenüber Einführung neuer Gottheiten. Was? Den Gott, den du anbetest, gibt es hier noch nicht? Dann bring ihn mit. Das ist schon sehr lustig. Also diesmal durchblättert war. Genau, die römischen Monate. Das ist ja auch etwas, was man gern vergisst. Die römischen Monate waren ja früher anders. Wir haben September, Oktober, November, Dezember. Das sind die Überbleibsel aller anderen. Wir haben ja die Monate verschoben. Für die Römer begann ja das Jahr immer im März mit Mars. Matthäus, ja, 30 Tage. Aber ja, das ist halt. Ja, damals wusste man noch nicht genau, wie man die Tage eigentlich genau zählt. 29. Ich glaube, das kommt nicht ganz auf die richtige Anzahl von Tagen raus. Nee, es sind, glaube ich, ein Tick zu wenig Tage für einen Rom. Irgendwann waren die Römer, also scheinbar, datumstechnisch mussten sie dann irgendwann mal nachkorrigieren wahrscheinlich. Oder wir haben uns früher langsamer um die Sonne bewegt. Eher unwahrscheinlich. So. Genau, aber. Genau, Magie, Theologie, Wahrsagen, Verfluchen, Nekromantie, Pharmazie, Gestaltwandlung. Also man hat schon viel klassisches Zeug damals auch schon gehabt. Aber die ganzen Werte, das würde ich alles. Also wenn ich da vielleicht sowas wie Eagle Eye im Fate-Universum machen würde, dann würde ich, wie gesagt, nur den Fluff-Kram aus diesem Buch hier nehmen. Ja, Geister sind auch mal gern hier. Kampagne, eine Kampagne entwerfen. Genau, aber in dem Buch ist keine Kampagne. Also hier wieder dieser unangenehme Streifen. Naja. Aber sie haben, das muss man lassen, sie haben so schnell ausgeliefert, ähnlich wie System Matters ihre Vorbestellungen. Also zwischen, ich habe das bei Startnext mir gekauft und es war dann da, ist viel, nicht so viel Zeit gegangen, aber es hat halt immer wieder unschön diesen schwarzen Druckerstreifen hier drin. Also wenn ihr das Buch physisch auf irgendeiner Con bei der 100 Questen Gesellschaft anguckt, blättert vielleicht mal durch, vielleicht findet ihr ein Exemplar ohne diese Streifen. Ich würde jetzt den Teufel tun, das zu reklamieren, weil ich bin ja schon froh, wenn die Rollenspielszene mit solchen Vereinen auch funktioniert. Genau, hoffen wir jetzt. Chronologische Sachen. Schauen wir noch auf die letzten Seiten hinsichtlich. Was ich sehr schön finde, ist dieses Innendeckblatt. Das ist so ein raues Papier. Das klingt anders als das Innenpapier. Das ist eher glatt. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Gut, Charakterbogen. Der besteht schon aus zwei Seiten. Das sind mir schon eine Seite zu viel an vielen Stellen, aber. Gut, besonders habe ich hier schon sehr klare Rundquest-Vibe, wenn ich hier sehe, okay, der Kopf, die Arme. Okay, ich würfel jetzt mal auf, wo treffe ich dich denn? Politischer Einflussvermögen. Ich glaube, das könnte, also gerade so Sachen wie Einfluss und so weiter, das ist ja etwas, was hier zum Beispiel auch Coriolis sehr interessiert. Genau, aber der Index, mal schauen, wie viele Seiten Index haben wir denn hier? Es sind 1, 2, 3 Seiten in Index. Ich denke, dass ich mit der PDF-Suche besser vorankomme. Es wäre nur schön, wenn das PDF die Kapitelstruktur irgendwo auch interessiert. Aktuell hat sie das nämlich nicht und das macht es ein bisschen unschön. Ja, aber ich denke, das war insgesamt trotzdem kein Fehlkauf. Ich finde das. Ich Flüssigkeit? Nein. Genau, auf jeden Fall ist das ein Buch, das ich mir ganz bewusst für eventuell irgendwelche römischen Abenteuer in einem Rollenspiel-Setting mal besorgt habe. Und
Ja, also ich glaube, das erfüllt dieses Buch. Also, soweit ich es durchgeblättert habe und auch durchgelesen habe, es ist halt viel, viel Text, es lockert nicht auf. Also, es liest sich, wie gesagt, wie ein Reiseführer für Spielleitungen, weil es sind primär die Sachen drin, natürlich, die Spielleitungen wissen wollen, damit sie ihre Welt ausstaffieren können. Oder auch Fragen von Mitspielenden entsprechend reagieren können, die eben dann nicht so tief in römischen Gesellschaftsstrukturen unterwegs sind. Und ich denke, ja, Mythic Rome, Rollenspiel in der ewigen Stadt, als Quellenbuch auf jeden Fall nicht verkehrt. Schauen wir mal, genau. Und mit 34 Euro noch okay, besonders wenn man bedenkt, die Preise gehen ja eh nach oben leider. Das ist halt ein primär schwarz-weiß Buch. Vollfarbe wird ja immer teurer und in dem Sinne, ja, hat aber die Hundertquest-Gesellschaft auf der Stelle wahrscheinlich einfach auch den Kürzeren gezogen hinsichtlich ungünstiger Zeitpunkt. Aber das haben ja aktuell alle Rollenspielverlage auch als Problem gerade und dafür haben sie das ja zeitnah durchgeführt. Also gut, ich bin jetzt nicht überzeugt über das nächste Crowdfunding von Superhelden. Ich bin einfach nicht die Zielgruppe dafür. Sonst gibt es da jetzt mittlerweile mit Super und die Fate-Varianten und Sentinel und sonst was. Also ich glaube, dass der Markt ist da relativ voll, aber gut. Aber wenn ihr direkte Empfehlungen, irgendwas von dem hier auf diesem Flyer habt, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht nehme ich mir wenigstens mal das PDF mal mit. Vielleicht empfiehlt sich ja daraus irgendwas. Und wenn nicht, dann kann, also wenn ich es nicht bespiele, dann habe ich es auf jeden Fall gelesen. Ich bin, wie gesagt, noch nicht überzeugt, ob ich jetzt noch mehr Basic Roleplay mache gerade. Ich würde eigentlich gerne wieder ein bisschen zurück in die Komfortzone, wo ich jetzt gerade eigentlich gerade rausgehe. Aber vielleicht bin ich da auch einfach. Muss ich mal über meinen Schatten springen. Genau, ich muss auch mal meinen Schatten mal springen, dass ich jetzt hier zumache. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken, wie ich mir hier Mythic Rome mal auspacke. Und wie gesagt, wenn euch das weitergeholfen hat, lasst einen Daumen da, hoch da. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und empfehle ansonsten den Kanal gerne weiter. Auch für andere Sachen, die hier passieren. Und ansonsten, wenn ihr noch kein Abo da lasst, lasst bitte ein Abo da. Es wäre ganz hilfreich zu wissen, wer guckt das hier alles. Ciao.